Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und ja, heute wollen wir mal hier den Bergfried bauen. Und ja, mal schauen, wie das wird, weil ich habe noch gar keinen Plan. Ich habe mir gedacht, ein bisschen aus Stein und dann oben ist auch mal ein bisschen Holz mit rein. Mal schauen, ich habe noch. Haben mir da ein bisschen Gedanken gemacht, aber noch nicht allzu viel. Also es wird spaßig, den zu bauen. Und ich habe auch jetzt noch nicht irgendwie vorgebaut oder sowas. Einfach mal. Ich habe mir gedacht, einfach mal reingehen und versuchen. Und ja. Mal schauen. Ja, würde ich sagen. Geht's dann auch gleich einmal los. Ja, Leute. So, da sind wir jetzt wieder und ja, der Bergfried ist jetzt nicht wirklich weit gekommen. Ich habe jetzt erstmal die Grundmauern quasi hochgezogen, weil ich noch gar keinen wirklichen Plan habe, wie der dann später aussehen soll. Also grob schon, aber ich muss mir noch was überlegen. Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert. War aber jetzt nicht ganz so geil und ja, hier habe ich jetzt immer so ein kleines Haus dazwischen gezogen und ja, als nächstes bräuchten wir hier einen kleinen, also von dem Haus zu dem Haus einen kleinen Weg, also zu dem Turm, weil in diesem Turm will sich der liebe Minerpol niederlassen. Und zwar ist es der, der hier drüben das Schloss hat. Und der wollte, ja, ein Zimmer, beziehungsweise, ja, ein Ort haben, wo er was einrichten kann. Und ja, da habe ich ihm den Turm hier gegeben, weil ich für den noch gar keine wirkliche, Verwendung habe. Und ja,
Was dann auch noch ansteht, ist der Boden. Ich denke mal, das wird dann das nächste sein, was wir machen werden. Und dann fangen wir hier vorne an und ziehen den dann bis hinten, bis hierhin rein. Und das werden wir dann separat noch machen. Weil hier kommt ja dann der Kräutergarten hin. Und, ja. Gut. Mal schauen, wie das dann noch alles wird. Ich muss mir dann auch noch was einfallen lassen, wie ich das Ganze hier ausleuchte. Ich denke mal, werde ich dann irgendwelche Dings hinstellen, irgendwelche Laternen. Und ja. Ich zeige euch erstmal, was da drüben beim Paul passiert ist. Weil der hat jetzt mal weitergebaut und ich finde es eigentlich ganz cool. Und zwar ist einmal das Holz gerüstzeichnet, also dieses Holz. Ja, ich denke mal, das soll wie so ein Gewächshaus ähnlich, bloß halt vorne offen sein. Also eine Überdachung. Das finde ich richtig cool, ist richtig gut gelungen. Auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Das ist passiert und ja, hier ist auch noch mal was passiert. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ja. Das hat hier der Moro gebaut. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Der bei mir auch oben ein Zimmer hat. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Ja, kann ich euch, obwohl, ja, das zeige ich euch mal nicht, weil es noch nicht ganz fertig ist. Und, ja. Gut. Ja, also, und der Turm ist, glaube ich, auch neu. Und, ja, ist viel passiert hier. Oh. Und von der Hinterseite ist jetzt auch mal relativ, also ist jetzt auch mal zu, weil ja sonst die ganze Zeit immer offen. Finde ich auch ganz cool. Und, ja. Der Blue ist hier unten am Werkeln. Bisschen am Terraform. Gut. Schauen, hier, die Mauern muss ich auch noch hochziehen. Das kann ich eigentlich jetzt mal noch machen. Ich bin mit dem Material, was jetzt, also mit dem Videomaterial, nicht ganz weit gekommen, deshalb mache ich jetzt mal ein bisschen sowas, weil ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie keine wirkliche Zeit, genug aufzunehmen. Und ja. So. Dann müssen wir hier mal ein bisschen was hinmachen. Hier unten. Kabel ist doch noch weg. So. So. Kommt hier mal. Nee. So. So. Immer so. Und jetzt müssen wir da wieder hoch. Dann, wenn wir das jetzt so niedrig lassen würden, dann können wir hier einfach Geronimo machen. Und das wollen wir nicht. Deswegen packen wir hier jetzt eine Mauer hin. Und ja. Hier oben können wir die ruhig ein bisschen aufspalten, sag ich jetzt mal. So. So. Ja, ich find's okay. Ich find's okay. Und hier jetzt auch nochmal. Hier in die Wand müssen wir generell noch ein bisschen tiefer reinbringen, also ein bisschen Abwechslung, sage ich jetzt mal. So. Das haben wir jetzt gar nicht mit. Muss ich mir mal noch schnell hier besorgen. Nee, jetzt mal.
Zack. Hopp. Gut. Erstes Phantom weg, das andere werden wir auch noch erledigen. So. Hier kommt jetzt erstmal noch sowas rein. Und hier kann noch was rein. Und rein theoretisch nach da oben. Und jetzt gehen wir hoch und machen von oben. Eigentlich könnte ich hier noch mal ein bisschen mehr Variation quasi wie hier reinmachen. Da drüben. Das kann ich. Ja, das mache ich auch noch. Also quasi hier nochmal ein bisschen was angleichen. Und hier muss ich auch mal noch auch was machen. Ach, die hatten wir schon von außen. Okay, dann muss ich die wieder von außen ansetzen. Ich wollte jetzt da nochmal von innen einen hinmachen, aber nee, schon eine von außen. Stimmt, die hatten wir gerade eben ausplatziert. Gut, gut. Will ich mir jetzt noch schnell Slaps und dann... Ja, so, so. Ich bin eigentlich auf dem Server, 12 Leute. Okay. Und schon eine Menge. Also kann ich. Wir müssen hier hinraufen. Ich mach mal. Ja, wir können hier ruhig. So. Ja, wenn die Zimmer nur ein kleines Dings ist, das ist nicht schlimm. Ja, das passt so. Wir können auch nochmal angleichen. Ja, so passt das. Bin ich ganz zufrieden. Hier kann ich ein Dings hinpacken. Noch eine Treppe. Und hier kann ich auch noch eine Treppe hinpacken. Gut. Dürfte genügen. Achso, ihr habt gar nicht gesehen, wie ich das hier hochgezogen habe, weil ich bei mir Dings, die Timelapse, die Replay-Aufnahme ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht, was da los war. Ich wollte das dann, jetzt mit rein. Also ich wollte die gerade rendern. Also die ganze Kamerafahrt einstellen und so. Und die habe ich einfach nicht gefunden. Die Aufnahme. Die war auch irgendwie weg auf einmal. Und ja, blöd gelaufen. Ist jetzt halt. Konnte da halt mich jetzt nicht sehen. Deswegen ist auch nochmal die Zeit von dem Video ein bisschen runtergegangen. Aber ja. Ich denk mal. Das genügt jetzt aber. Bisschen was könnten wir machen. Und, ja. Gut. Die Links unten in der Videobeschreibung funktionieren irgendwie nicht ganz so, wie sie sollten. Da habe ich nochmal geguckt, aber ich habe es nicht hinbekommen, sie zu fixen. Deswegen habe ich jetzt unten bei der, in der Videobeschreibung zu meinem Twitch-Kanal habe ich jetzt nicht den Link, sondern einfach den Namen vom Twitch-Kanal reingeschrieben. Musst du dann einfach mal bei Twitch, auf Twitch gehen und dann den Namen eingeben und dann findet ihr den Kanal auch so. Discord-Kanal, Community-Kanal, den ja muss ich halt nochmal, da muss ich schon mal gucken, wie ich das mache. Und ja, aber bei dem Tooster, also bei dem Musik Link, der hat bei mir funktioniert. Also wenn ihr, falls es bei euch nicht funktioniert, dann müsst ihr mir nochmal Bescheid sagen. Bei mir hat er funktioniert.
Muss ich mal gucken, woran das liegt. Und ja. Würde ich sagen, war es das mit dieser Folge? Und ja. Nächstes Mal, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich den Boden in der Burg anfangen. Und ja, mal gucken, vielleicht nehme ich mir da auch wieder jemanden zur Hilfe. Vielleicht wieder den Pizza. Also den, ja, den Pizza. Und mal schauen. Gut. Würde ich sagen, war's das. Und ciao, bis